L-U-T-H-E-R. L-U-T-H-E-R. Luther, Luther, deine Mutter, meine Mutter. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7, meine Damen und Herren. Und wir befinden uns gerade noch im Hauptmenü, weil ich jetzt vorab eine Kleinigkeit loswerden möchte. Zuallererst eine klitzekleine Entschuldigung, dass ich bei der letzten Folge ja offensichtlicherweise sehr, sehr müde war. Und das ist vielen von euch aufgefallen. Danke dafür, dass ihr mich da nochmal dran erinnert habt, dass ich mich vielleicht mal ausschlafen sollte. Trotzdem versuche ich natürlich den Quantitätsgehalt meiner Videos hier auch aufrechtzuerhalten. Ich hatte ja gesagt, mit dieser 30-Tage-Challenge, jeden Tag ein Video, und das kann ich jetzt auch ganz gut beibehalten. Ich habe jetzt in der letzten Woche mega viel gestreamt, und einige hatten geschrieben, dass du ja nebensächlich streamen würdest oder du streamst ja nur so nebenbei, und das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Also ich streame regelmäßig, das bedeutet, das ist auch Teil meines Berufes, und jetzt gerade in der Zeit, wo Valorant rausgekommen ist, war das für mich super präsent, ist auch weiterhin für mich präsent, und es wird auch die nächsten Tage so weitergehen. Warum erzähle ich euch das? Weil ich gemerkt habe, einigen von euch hat die letzte Folge nicht so gefallen. Einige haben dann gesagt, Mensch, du bist viel zu kaputt, du bist gar nicht richtig da, du passt gar nicht richtig auf, du beschwerst dich bei dem Buch, dass du das nicht öffnen kannst, dabei steht doch dick und fett, dass das ein F, dass du da was benutzen kannst, all solche Sachen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass manche sich daran stören, dass ich mich nicht so wirklich über das Spiel informiert habe, aber genau das ist ja der Grund, warum wir das hier uncut bringen. Das ist ja genau der Grund, warum ich dieses Spiel überhaupt spiele. Bedeutet, ich gehe hier blind rein. Das bedeutet, ich gucke mir nicht vorher bei Pandoria oder bei irgendeinem anderen Streamer, der das Spiel schon mal gespielt hat, an, wie der das gemacht hat oder wie das dann an diesen Stellen abgelaufen ist. Das kann also auch sein, dass es hier und da mal eine zähe Stelle gibt, wo ich nicht weiter kann. Da seid ihr dann natürlich gefragt, mir in den Kommentaren zu helfen. Das habe ich schon in der Vergangenheit ganz oft gemacht. Und es hat super geklappt bisher. Jetzt hatte ich das Gefühl, einige wollten einfach so ein bisschen Stunk ablassen und sagen, oh ja, zwar ist die Folge jetzt 30 Minuten gewesen, aber es war doch nicht schön, irgendwie. Das Einzige, was ich mir jetzt also habe zu Schulden kommen lassen, ist, dass ich jetzt ein bisschen übermüdet war vielleicht und nicht richtig fit, in dem Sinne vielleicht, ja. Ich würde mir also wünschen, wenn wir weiter gemeinsam an diesem Let's Play arbeiten. Das bedeutet, ihr helft mir in den Kommentaren, falls ich nicht weiterkomme. Und ich versuche, den Bums hier irgendwie zu überleben. Denn ja, ich bin jetzt nicht der größte Horrorspiele-Fan, weiß aber, dass es bei euch erstens gut ankommt. Zweitens ist es für mich auch ein absoluter Nervenkitzel. Also ich spiele die Spiele nicht nur, weil ihr sagt, spiel das. Ich spiele das auch, weil ich mir selber irgendwie beweisen will, ich kann das durch... I can do it, you know? Deswegen nicht falsch verstehen. Es ist hier nicht, also ich verdiene hier keine Millionen an diesen Let's Plays. Ja, das sind hier 10.000 Aufrufe pro Video. Wobei bei Resident Evil ist es gerade wieder ein bisschen mehr. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier mit reich werde oder so. Es ist, es ist bisher ein absoluter Spaßkanal. Ich mache hier 200 Euro im Monat. Das ist hier nicht eine Goldgrube. Ja, das ist einfach nur just for fun für mich, dass ich neben meinen anderen Let's Plays hier auch ein bisschen was zeigen kann, worauf ich einfach vielleicht Bock habe. Auch mal ein Handyvideo, so wie gestern. Einfach querbeet so ein bisschen was zeigen, ne? Und deswegen ist es natürlich für manche hier so ein bisschen frustrierend. Jetzt habe ich lang genug gelabert, sind schon wieder 3,5 Minuten rum. Die werde ich euch natürlich von der Spielzeit nicht abziehen, ne? Aber das wollte ich einfach mal ganz kurz loswerden. Ich finde es super, dass super viele Leute sich immer auf diese Videos freuen. Es werden natürlich auch nach einigen Formaten immer wieder gefragt. Kann ich auch total verstehen. Ist auch super nervig vielleicht für manche Leute, wenn 2-3 Tage zu einem Let's Play nichts kommt, genauso wie jetzt mit Black Mesa, da kam jetzt ja auch einige Tage nichts. Ja, aber dann ist das so, ne? Da muss man halt sich mal ein bisschen gedulden. Ich kann nicht noch mehr Videos machen. Also, so mehr als gerade geht leider nicht. So. Kümmern wir uns wieder um Resident Evil 7. Ja, es ist so, wir sind immer noch als Mia unterwegs. Wir haben ja letztes Mal abgebrochen. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind. Warte mal. Verdammt nochmal. Kann ich mich eigentlich hier hinter verstecken? Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Kann ich mich hier eigentlich hinter verstecken, ist die Frage. Geht's jetzt theoretisch an mir vorbei? Ist das schon die Lösung? Ja? Geht jetzt an mir vorbei? Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Und nochmal. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du hast verdammt nochmal nicht auf. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das war schon die Lösung? Nein, nein, nein. Versuch nicht, deinen Teil der Schuld zu entkommen.
aus, Fräulein. Alter, Mann, das zählt mich, also das zählt mich jetzt noch mehr. Das zählt mich jetzt noch mehr. Okay. Werde übrigens jetzt versuchen, darauf zu achten, alles immer genau anzuschauen. Also hier kann ich jetzt nicht F drücken oder sowas. Ein schönes Bild. Wo denkst du, dass du hingehst? Alter Bruder! Oh, schön ins Gesicht! Oh, jetzt konnte ich mir die Kurbel nicht angucken. Okay. Ja. Es wird gespeichert, glaube ich, gerade. Hallo? Was haben sie dir angetan, Mia? Keine Ahnung, was sie dir angetan haben. Das wissen wir noch nicht. So. Genau, das hatten wir schon. Was ist hier? Ah! Eine Flinte in dem Raum. Achso. Ich denke mal, wenn das so angezeigt wird, dass ich das auch dann immer benutzen kann. Okay. Draußen läuft die Frau doch aber rum. Es war ja eine Aufnahme gerade. Es war ja ein Video. So. Der Wetterbericht sagt, dass wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lass mich von Lukas haben. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Oh, hoppala, hoppala, hoppala. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Eieiei. Okay. Ich weiß, dass wir hier hinten noch nicht waren. Diese Lags übrigens, da haben auch einige was zu geschrieben. Ab und zu laggt das Spiel bei mir auch. Ich werde mal, ich werde mal nächste Woche hier einen Kollegen fragen, ob der sich das mal angucken kann. Und da sind wir gekommen. Da ist die Frau, die ich abstechen wollte, ne? Die ist aber auch noch da. Das ärgert mich, ne? Dass ich die nicht abstechen konnte, wirklich. Was sind das für Schlüssel? Was kommt da für Sachen rein? Ja. Was muss ich da rein machen? Kraut? Ich würde schon sagen, es klingt wieder sehr nach Badezimmer. Ohne Knarre mache ich hier gar nichts mehr, ne? Holzstatue. Aha. Das ist wieder sowas, was ich ans Bild halten kann, ne? Ein abscheulicher Haufen. Wer weiß von was. Pistolenmunition ist Ehre. Super wichtig. Antike Münze. Was mache ich mit diesen Münzen, Leute? Ist das einfach nur zum Haben? Oder wären die noch wichtiger? Also ihr müsst mir jetzt nicht genau sagen, was damit passiert, aber brauche ich die nochmal für irgendwas? Oder ist es so, ich sammle die einfach, so nach dem Motto. Ach du Scheiße, Bruder, was ist mit deinem Gehirn los? Ganz klar, besser als das Gras zu beißen. Meine Kleider hat uns eine Gabe gegeben.
Und diese Gabe ist immer bei mir. Ah! Oh, oh, der spießt mich auf! Ach, du Scheiße! Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Ja, ja. Aber... Sag mal, regeneriert der sich? Der regeneriert sich! Der regeneriert sich! Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Scheiße. Okay, ich renne jetzt hier runter. Ich weiß, da war noch eine Tür. Ach du Scheiße, der kann sich ja... Der regeneriert sich. Ich muss mir erstmal wieder was über den Ärmel kippen hier. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich wieder unten, ne? Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Das hab ich letztes Mal schon gedacht, ne? Alter. Kann ich nochmal in die Garage gucken? Der regeneriert sich. Der ist einfach wieder irgendwann fertig. Hier ist nochmal Muni. Das ist gut. Ich glaube, der ist wieder gut rumgeballert eben. Also Munition irgendwie gefühlt auch eine Rarität. Aber es haben auch einige geschrieben, dass ich schon viel habe liegen lassen. Deswegen wollte ich hier wenigstens nochmal ein bisschen gucken. Den hier kann ich nicht öffnen. Eieiei. Gut. Hier haben wir also jetzt alles gesehen. Oh, dass der beim Ausstehen dann auch so lange braucht, ne? Habe ich immer Angst, dass dann gleich wieder der Vater neben mir steht. Hier ist der Speicherladen, ne? Ist hier noch was? Also, ah, da kann ich F drücken. Ein Dietrich. Aha! So nämlich. Ehre in den Chat. Ja? Jetzt habe ich den Dietrich gefunden. Das meint ihr also mit F drücken. Okay. Super gut. Damit kriege ich vielleicht oben die Dinger aufgebolzt. Hier kann ich nur stinkende Socken finden. Aber also die Leute, die geschrieben haben, oh, das triggert mich, dass er das jetzt nicht gefunden hat, kann ich voll nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber bleibt einfach locker, genießt die Show. Und dann gucken wir mal. Gut. Hier haben wir das noch, da kann ich nirgends F drücken oder so, ne? So, ich habe jetzt da nochmal... Wo zur Hölle ist so überhaupt? Okay, sie ist scheinbar noch irgendwo hier. Also sie ist wohl in der Nähe. Ja, da will ich jetzt nicht raus, ne? Ich höre ihn ja auch. Ethan! 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 Ich frage mich gerade, wo ich hingehen würde, wenn ich jetzt rausgehe, weil der sieht mich dann ja instant. Kommt er gerade durch, oder? Kommt er da jetzt durch? Komm ich da anders hin? Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Warum will er mich denn überhaupt töten? Warum will er mich überhaupt töten? Ah ne, das ist nur der Gang nach da hinten. Aber ich lasse es trotzdem mal auf. Vielleicht brauche ich das nochmal irgendwann. Kühlschrank war, glaube ich, nichts, was ich gebrauchen kann, oder? Ich habe da jetzt mal nur die Gedärme gesehen, aber... Ah, nee. Wollte schon sagen, vielleicht ist auch was, was ich gebrauchen kann. Kann ich das hier abstechen? Hast du mich vermisst?
Fuck, dafür habe ich dich vermisst. Alter Verwalter. Die sitzt da nicht mehr. Ich habe so gehofft, dass ich das benutzen kann. Alter, und in solchen Situationen, sorry, aber da kann ich mich auch nicht umsehen und da irgendwelche Kisten öffnen. Wenn der mich da verfolgt, ey. Evelyn, 2. Mai 2014. Okay. Was riecht denn so? Oh, das bin ich. Okay, da war noch eine Kommode, ne? Boah, nervt der mich, ne? Kann der, wieso? Oh. Warte mal, hier habe ich schon reingeguckt vorhin. Hier aber nicht. Geil. Oh. So und so. Kombinieren mit Kraut. Ah, nee. Entschuldigung, warte mal. Das hier. Das hier kombinieren. Oh, ich drücke immer die rechte Maustaste und ist alles kaputt. Also ich muss, glaube ich, mal an meiner Truhe da auch die Sachen wegpacken, ne? Kann ich mal alles mit mir rumschleppen. Ist hier denn noch was gewesen? Ich hatte jetzt gar nicht die Zeit, hier alles anzugucken. Wenn der jetzt gleich wieder vor der Tür steht, dann raste ich aus, ne? Schnell durch. Ich brauche eine. Och Mann, ist ja wirklich da! Da holt die Keule raus, Alter! Bruder! Bruder, da muss ich los! Da muss ich los! Ich weiß, dass die Statue wahrscheinlich unten bei der. Bei der Lampe, ne? Mit dem Adler. Schnell. Das ist gar nicht so einfach. Sehr gut. Sehr gut. Wer baut diesen Mist? I don't know. Schau hier, unser Vater, Alter. Oh, bitte. Oh, da kommt jetzt gleich wieder irgendein Mensch. Wobei Menschen sind das irgendwie nicht, ne? Was ist das hier eigentlich für ein Zeug überall? Diese ganze Suppe überall und alles. Ich glaube, da steht ein Elch im Wohnzimmer, ich weiß nicht. Ach, diese ganzen ausgestopften Tiere, ne? Ich hab. Also jetzt kommt hier jeden Moment, kommt hier irgendjemand vorbei, ne? Hast du wieder irgendwas mit dem Adler? Was habe ich jetzt aufgesammelt? Kraut wieder? Ja. Oh, Jesus. Jawoll. Alter, das sieht mal aus wie ein normaler Kühlschrank. Schön Lasagne gesnackt, ordentlich Bier gesüppelt. Das sieht aus wie bei mir zu Hause, Alter. Unnormal. So sieht mein Kühlschrank auch aus. Was ist das? Psychotonikum. Was ist denn ditte? Oh, shit. So, hier erstmal kombinieren. Gute Kombination. Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch sie Objekte einfacher aufspüren können. Soll ich mal benutzen? Gern. Ah, okay. Verstehe.
Das ist halt so eine Art Wallhack. Ist der unter mir, über mir? Geil. Flinten. Ja, ich brauch die Flinte. Die habe ich noch nicht, ne? Leute, was muss ich da in diesen Raum mit der Flinte? Was muss ich da in die Statue stecken? Also diesen Warlock brauche ich eigentlich die ganze Zeit. So, 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts. Also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Da habe ich übrigens Geburtstag. Werde ich dieses Jahr 30. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann, in 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Ja, sie sind, also machen die, ist da noch ein, die machen irgendwas mit den Leuten. Was machen die mit den Leuten? Das hat gerade wieder auch bei mir geleckt. Das könnten all die Opfer sein. Ja, das stimmt. Nochmal eine Truhe. Wo mache ich die auf? Ja. Lecker. Schießpulver. Schön. Geil, dieser Drink, der hält. What the fuck, Alter? Ich will hier noch nicht rein. Also gut. Jetzt sehe ich zumindest mal, ich glaube, es war super gut für mich, dass ich diesen Drink gerade genommen habe. In was für Ecken ich wirklich mal gucken soll. Wie komme ich an die Flinte ran, Leute? Wie komme ich an die Flinte ran? Hier kann ich bestimmt mein Messer wieder benutzen. Kann ich auch hier irgendwie die Wand wegschnitzeln oder was? Ich sehe hier nichts, ne? Ach, den dritten konnte ich nur einmal benutzen. Scheiße. Aber hier sieht es wieder nach einem Dreieckschlüssel aus. Wo kriege ich den denn her? Okay, okay. Ist hier noch was? Jetzt ist natürlich die Wirkung weg. Wohnen hier Kinder? Mhm. Was zum? What the fuck? 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 Was bist du? Was bist du? Ach du Scheiße! What the fuck? Okay, Leute, das gucken wir uns nächstes Mal an. Was ist das denn für eine Suppe, Alter? Alter, wir machen an dieser Stelle eine Pause. Holy shit. Was ist das denn?